Hier ist der Test Michel von YouTube. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier einen Flip und ein Fury. Und was ergibt das zusammen? Natürlich die Nerf Flip Fury und den Blaster. Den stelle ich euch heute mal vor. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video jetzt. Die Nerf Zombie Strike Flip Fury könnt ihr auf Amazon bestellen. Diese kostet 18,99 €. Wer nach dem Video Interesse an dem Plaster hat, der Link dazu steht in dem Textfeld unter dem Video. Einfach mal draufklicken. Und so wurde die Flip Fury geliefert. Ja, und diese werde ich jetzt mal auspacken. Und so schaut die Flip Fury aus. Der Plaster ist in Orange, Grau, Braun und ein bisschen Schwarz gehalten. Nerf-typisch, sehr, sehr gut verarbeitet. Hier kommen daher die Darts raus. Ihr habt da so ein Tactical Rail, da könnt ihr zum Beispiel Zielfernrohr drauf machen. Das sind die beiden rotierenden Trommeln. Diese könnt ihr wechseln, indem ihr den Umschaltabzug, das wäre der hier, einmal nach hinten drückt. Geht sehr einfach. Des Weiteren haben wir hier oben den Spannschlitten, damit wird der Plaster geladen. Das hier ist der Trigger, der Abzug. Und das soll so eine Art, ich sag mal, Holz darstellen, was dann umtaped ist. Optisch gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. So schaut er von der anderen Seite aus. Und der Plaster, ja, der liegt richtig gut in der Hand. Ja, beim Tactical Rail könnte man jetzt eine Zieleinheit drauf machen. Hier haben wir jetzt das Zielfernrohr von der Longshot. Würde dann einfach hier so drüber geschoben. Sieht schon very nice aus. Passt nur farblich halt nicht zur Flip Fury. Alternativ könnte man sich ja, von Soft Air dann auch eine Zieleinheit holen. Seht ihr ja hier, wo ist er hin? Da, zack. Das wäre schon dann interessanter, wo man damit besser zielen kann. Alle Visiere passen nicht drauf. Hier haben wir zum Beispiel von Walter das Top Point 6. Hier haben wir diese Feststellschraube. Und wenn ihr das hier drauf machen wollt, das geht leider nicht, weil die Feststellschraube, die drückt hier genau auf die Schiene drauf. Die Trommeln lassen sich ganz einfach mit den Darts befüllen. So schauen die aus. Und zwar, die werden dann einfach, ihr seht es, hier so reingesteckt. Zack. Da ist hier so eine, ja, so ein Halbkreis. Könnt ihr die so reindrücken. Dann macht ihr einmal mit dem Finger hier weiter. Und das macht ihr dann so lange, bis die Trommel voll ist. So. Zwei Stück haben wir noch. So. Ja. Dann zack, einmal gewechselt und hier habt ihr dann die zweite leere Trommel und da füllt ihr dann die restlichen Darts ein. Laden ist eigentlich super simpel einfach. Das hier ist ja der Spannschlitten. Den zieht ihr dann einfach zurück, lässt den wieder los und jetzt könnt ihr einen Schuss abgeben. Und das macht ihr dann so lange, bis die Trommel komplett leer ist. Zack. Ja, und dann könnt ihr munter weiterschießen. Die Flip Fury hat ja noch einen Slam-Fire-Modus, also einen Schnellfeuer-Modus. Ihr haltet den Abzug gedrückt und dann wird der Schlitten einfach immer nach hinten und nach vorn bewegt. Ja, und so könnt ihr dann das Magazin komplett leer schießen. Ja, sonntags morgens, den Parkplatz kennt ihr hier. Heute ist wieder richtig schönes Wetter, Horst wird sagen Kaiserwetter, kein Wölkchen da. Schön windstill. Ja, und jetzt seht ihr mal, was ich immer alles so an Equipment mitschleppen muss, um dann für euch gute Videos zu machen. Ja, hier habe ich wieder meinen 30 Meter Bereich aufgezeichnet und da werden wir jetzt ein paar Schusstests machen.
Jo, hier haben wir jetzt die Flip Flurry. Und hier habe ich schon was aufgezeichnet. Das geht bis 30 Meter. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit die Darts jetzt fliegen. So, da wollen wir mal. Oh, knapp ein 20er. Oh, 20er. Oh, 17,5. Oh, 22,5. Ja, fast 22,5. Einen haben wir noch. Oh, der ist ganz noch rüber um die, ja, 22,5. Zack. Ja, 20er. Oh, der war ja, fast 22,5. Ja, so ein bisschen über 20. Ja, 20er. Zwei haben wir noch. Oh, 22,5. Und der letzte. Ja, war gut ein 20er gewesen. Schauen wir mal gerade. Ja, also so richtig schön gerade fliegen die Darts wirklich nicht. Die machen mehr so, wie sie gerade Lust haben. Ja, also man kann aber gut sagen, so im 20er bis 25er Bereich haben die sich jetzt alle getummelt. Ja, hier mal mein Dart-Karussell mit der Dominator. Konnte man ja verschiedene Darts mit dem Plaster abfeuern. Und das versuchen wir jetzt mal auch. Und zwar haben wir hier einmal die Whistler, Dartex, die normalen Elite und hier nochmal meine China Darts. So, wir fangen an mit den ganz normalen Zombie Strike Darts und danach kommen dann die China Männer dran. So, da wollen wir mal laden. Oh, 20er. Hui, 20er fast. Oh, 22,5. Oh, zwischen 20 und 22,5. Oh, der ist weit. Na, knapp 22,5. Einen haben wir noch, Baby. Puh. Oh, der ist ja ganz hinten drüber. 25er, aber der ist ja. So, China-Mann, geh du voran. Oh, 20er. Ja, 22,5. Aber die fliegen viel gerader. Die Zombies sind eben mehr so, wie sie wollten. Und die fliegen gerade. Vielleicht haben die vorne ein bisschen härtere Kappe. Seht ihr? Schön gerade. 20er. Und auch wieder. 20er. Einen haben wir noch. Und der ist bis auf ja, 22,5 gegangen. Schauen wir uns das mal gerade an. Also finde ich schon mal gut. Weil die China Darts, die sind ja einen Ticken günstiger. Und also die flogen auf jeden Fall gerader. Von der Weite her hat sich nicht viel getan. 20er bis ja, 25er Bereich, die haben sich getummelt. Seht ihr, da sind die Zombies, hier sind die China-Männer. Und wenn man mal jetzt hier die Spitzen vergleicht, die original Nerf, die sind mehr so weich und die China-Männer, die sind mehr hart, die könnt ihr nicht so zusammendrücken. Tun natürlich auch dann ein bisschen mehr weh, aber ihr habt gesehen, die fliegen dann viel gerader, viel präziser. Ja, hier haben wir jetzt die Dartex und dann verschießen wir die Whistler. Oh, knapp 17,5. Ja, 17,5. Oh, fast ein 20er. Oh, 20er. Oh, da habe ich vergessen zu laden. Oh, 17,5. Einen haben wir noch. Gib alles, Baby. 17,5. So. Ah, knapp über 15. Ja, 15. Ja, 15. Ne, war 17,5er. Ja, 17,5er. Die, ihr müsst mal gucken, die fliegen so schön gerade. Fällt mir sehr gut. Und die tun halt so ein ganz bisschen whisseln. Ah, na, knapp an der 17,5. Oh, hups, jetzt ist er von alleine rausgesprungen. Gehen wir mal gerade gucken. Wieso springt denn der raus? Hat bestimmt vor Chuck Norris Angst gehabt.
Ja, also von der Reichweite hat sich jetzt nicht allzu viel getan. Tummeln sich alle so, ja, ich sag mal hier im 17,5er bis 20er Bereich. So, ich habe mir mal ein bisschen Verstärkung geholt, und zwar den Bob. Den Bob stelle ich euch mal gerade vor. Und den haben wir hier. Das ist der Bob. Der Bob ist eine, ja, Zombie-Nilpferd Prima Ballerina. Seht ihr ja hier. Und den Bob ist ja neben dem Peter mein bester Freund. Den werden wir jetzt mal beballern. Gell, Bob? 10 Meter Entfernung. Also schauen wir mal, ob wir den Bob treffen. Ah. Ah. Also, die fliegen ja überall hin, nur nicht geradeaus. Oder mal drüber. Ah, war knapp. Fast die Schulter. Oh, da bin ich schon durchgeschossen. Zack. Nix. Auch nix. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Fast. So, einen haben wir noch. Ganz genau Ziel. Ne. Die fliegen geradeaus und dann. Oder, naja, runter sind sie nicht, aber links, rechts oder oben drüber. Ja, probieren wir das Ganze jetzt mal mit meinen China-Darts aus. Da bin ich mal gespannt, ob die China-Darts bei der 10 Meter Entfernung besser treffen. Schauen wir mal. Pam, Treffer. Fast. Ah, Kleidchen ist weg. Zack, Treffer. Treffer. Oh, schon durchgeschossen. Das geht aber mal schnell hier. Ah, drüber. Ah, fast. Treffer. Ah. Oh, zwei haben wir noch. Treffer. Treffer. Also habt gesehen, mit denen lässt sich viel genauer ziehen. Das liegt halt daran, dass die halt vorne diese etwas stärkere Kappe haben. Hier nochmal gerade zum Zeigen, Nerf, weiche Kappe, die könnt ihr eindrücken hier vorne. Und bei den China Darts, harte Kappe, die lässt sich eigentlich so gut wie nicht eindrücken. Und deswegen fliegen die halt genauer. So, jetzt habe ich euch die Nerf Zombie Strike Flip Flurry auch mal kurz vorgestellt. Was lässt sich zu dem Blaster sagen? Erstmal sieht er richtig schick aus. Verarbeitung ist sehr gut. Ihr habt zwei Trommeln, jeweils 6 Schuss, also 12 insgesamt. Hier oben ist ein Rail, da könnt ihr dann zum Beispiel Zielfernrohr dran machen. Der Blaster liegt gut in der Hand und ja, lässt sich richtig gut mit schießen. Reichweite war okay gewesen. Wenn man die richtigen Darts benutzt, kann man auch noch sehr schön treffen. Also hat ein schönes Trefferbild. Und im Großen und Ganzen, ja, kann ich nur empfehlen. Wer Interesse daran hat, der Link dazu. Wieder einer mit so einem kleinen. Der Link dazu unter dem Textfeld unter dem Video. Einfach mal draufklicken. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.